Einen wunderschönen Willkommen zurück nach dem doch etwas aufregenden Resi 2 zweiter Durchlaufstart. Spielen wir jetzt nur noch ein bisschen Monkey Island zum Runterkommen. Ne? Genau, das tut echt weh, beides. Also Wurzelbehandlung und gebrochener Zeh. Aber wir wollen nicht weiter drauf rumtrampeln. Ne? Also schon gar nicht auf dem Zeh. So. Hatten wir hier schon Pockenabwehren wegen des großen Schwamms? Erzähl mir noch etwas über das... gibst du noch was? Erzähl mir noch etwas über dieses Medaillon. Nein. Ach so, genau. Der Schmerz sitzt zu tief. Geh zu den Jerkbait-Inseln. Finde Coronado de Cava und zeig ihm das Medaillon. Wenn jemand La Esponja Grande finden kann, dann er. Okay. Dann hatten wir das ja alles schon. Wir hatten, glaube ich... Das war schön beunruhigend, aber ich muss noch von einer Insel flüchten, eine Ehefrau finden und anscheinend einen riesigen Voodoo-saugenden Schwamm jagen. Möge dich das Schicksal leiten, Guybrush Threepwood. Okay, wir müssen also jetzt herausfinden, was wir mit dem Typen hier machen. Hier draußen ging es raus. So, wen könnten wir da ansprechen? Das ist natürlich dann auch wieder heftig. Die Kosten, ne? So. Strand. Das sieht hier aus, guck mal, wie einer, der so eine Pfeife hat, ne? Hier. Und da wird gerade der ganze Nebel reingesaugt. So, ist hier jemand? Kommen wir hier? Halt. Oh, die lasst uns nicht mal mehr rein. Kommen wir hier rein? Es ist abgeschlossen. Ja, vor allem schließt es halt den Bereich, ne? Oh. Hallo. Was willst du wissen? War der vorher auch schon so? Was zum Kuckuck ist mit deinen Beinen passiert? Du meinst wohl, abgesehen von einem Idioten, der einen armen alten Piraten in eine tödliche Wirtshausrauferei verstrickt? Ja. Vier Wörter. Der Marquis de Sanj. Oh. Der Marquis de Sanj hat dir die Beine abgetrennt? Ei, nicht beide gleichzeitig, natürlich. Vor 7 Jahren trennte er mein erstes Bein ab, nachdem ich mir den Zeh gestoßen hatte, als ich die Winde von Flotsam Island überprüfte. Das scheint mir aber einschneidend zu sein. Ei, manchmal glaube ich fast, dass mich der perverse alte Sack auf dem Kieker hat. Weißt du, abgesehen von den Beinen, siehst du mir etwas blass um die Nase aus. Kümmere dich um deinen eigenen Mist, du feiger Speichellecker! Hoppla, was war das denn? Was war was? Bis dann. Ja, egal. So ein Dietinger müsste doch auch irgendwas sein hier, oder? Wer auch immer dieses Gefängnis gebaut hat, legte großen Wert auf Gänsehaut. Diese geschnitzten Augen sind ja gruselig. Ich glaube auch. Also, wenn man sich eins aussucht, dann wahrscheinlich eher den Zeh, ne? Der kostet weniger. So, was haben wir denn hier? Haben wir irgendwas zum... Was machen wir eigentlich hiermit? Können wir damit... Das muss ich nicht in Seku-Ansicht sehen. In Seku-Ansicht. Das Käserad. Genau, der Papagei. Damit wissen wir, wo der Wind weht. Nee, das Medaillon müssen wir ja bloß dem Typen geben. Können wir hier jemand was zum Futtern geben? So ein Käse, jetzt reicht's damit. Ich weiß, was diese grauenhaften Schnitzarbeiten ein wenig freundlicher machen würde.
Käse. Okay. Nö, immer noch bedrohlich. Und jetzt starrt mich auch noch mein Käserad an. Was ist das? Es ist ein Käserad, dessen Äußeres an antike Schnitzereien von Augäpfeln erinnert und dessen Anblick einem das Blut gefrieren und Milch gerinnen lässt. Gibt's dafür irgendein Rätsel? Laden? Oh. Kostenlose Vokale. Holt sie euch so... Ich bin zurück. Hey, das sehe ich. Okay, der hat nichts. War schön mit Ihnen zu plaudern, aber ich muss zu meiner Frau und meinem Erzfeind zurückkehren. Hey, wem geht das nicht so? Ja. Können wir irgendwas mit... Guck mal, die Einhörner sind wieder da. Können wir... Mann, Flotsams blöde Winde haben echt LeChucks Pocken hergebracht. Ach, da ist dann einer, der saugt und der zieht Dr. die Winde Singe? Ran. Für Sie immer noch Marquis de Singe, Rolling. Bist du sicher, dass du nichts über Flotsams Winde weißt? Was würden Sie damit andeuten? Ich habe den Eindruck, dass dir diese verrückten Winde sehr gelegen kommen. Schließlich sorgen sie für einen ständigen Nachschub an Patienten und all das. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Na komm schon, gestehe es. Du bist der Kerl, der hinter diesen verdrehten Winden steckt, stimmt's? Was für eine unglaubliche Anschuldigung! Haben Sie auch nur einen Beweis? Das dachte ich mir doch. Einen schönen Tag noch, Sir. Aber... Ich sagte einen schönen Tag noch. Lass uns mal die Stelle nochmal anschauen. Habe ich da vielleicht einen Beweis übersehen? Kostenlose Vokale! Holt sie euch, solange sie noch Vokale sind! Da war das. Vielleicht habe ich da was übersehen. Antikes Portal? Wow! Ich wette, dieses Ding wäre wirklich beeindruckend, wenn ich nur wüsste, was diese Inschriften bedeuten. Hier ist eine Seekuh. Was für eine dumme antike Zivilisation betet schon Seekühe an? Warte mal. Das muss ich nicht in Seekuh-Ansicht sehen. Aber vielleicht... Das muss ich nicht in Seekuh-Ansicht sehen. Das muss ich nicht in Seekuh-Ansicht sehen. Käse? So ein Käse, jetzt reicht's damit. Nö, nee, auch nicht. Das können wir nicht nehmen, ne? Nichts. Langsam bekomme ich Schwielen an den Händen. Woraus ist dieses Ding nur gemacht? Geht das? Das Abschlagen der Nase an der Tür hat den Zorn des Gesichts hervorgerufen. Ich frage mich, ob ich vielleicht auf der anderen Seite etwas sehen kann. Da ist sicher etwas Interessantes drin, aber ich kann es nicht sagen. Ja, Namcutter, Mr. X nervt. Manchmal kann ich nur so ein bisschen meiner Ehre retten. Wo ist denn der Stein? Ach, den haben wir ja kaputt gemacht. Ich hoffe, den Marquis stört es nicht, dass ich das Gesicht seines antiken Seekuh-Tür-Dingsbums abgebrochen habe. Kann man die Nase hier kombinieren? Nee. Aber warte mal, vielleicht können wir das dem Marquis unterreiben. Unter die Nase reiben. Ja, kann man machen, genau. Mit der Volley. Ah, vielleicht ist er auch ganz normal im Spielen. Ist auch gut so. Also,
damit sie weiterkommt. Einhörner! Handgeblasene Einhörner aus Glas! Ich probier's mal, warte mal. Jetzt habe ich ja einen Beweis. Dr. Desinge? Für Sie immer noch Marquis de Sange, Rowling. Sieht das vertraut aus? Wo haben Sie das gefunden? Es fiel von der schaurigen alten Tür im Dschungel. Eine alte Tür mit einem Seekuhkopf im Dschungel? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sicher, sicher. Aber vielleicht solltest du sie dir mal anschauen. Sieht aus, als könnte sie ziemlich interessant sein, wissenschaftlich gesprochen. Ich gehe jetzt wieder dahin, um mit meinen piratigen Kniffen durch die Tür zu brechen. Erst brauche ich etwas Dynamit, dann einen Gummihuhn mit einem Flaschenzug in der Mitte, ja, dann eine Art rudimentäre Drehbank. Ohne meinen Schlüssel kriegt der die Tür nie auf. Ich sollte ihm auf sichere Entfernung folgen, nur um dafür zu sorgen, dass er meine Pläne nicht durcheinander bringt. Oh oh. Es scheint, als habe Monsieur Sriput die Vekelian-Porte du Vent tatsächlich gefunden. Böser kleiner Piratenjunge. Hallo? Ist da jemand drinnen? Wie dumm von mir. Sriput ist doch nicht schlau genug, um durch diese Tür zu kommen. Ich bin doch schlau genug, um durch die Tür zu kommen. Oder wenigstens lasse ich ihn das denken. Bitte. Ich hatte gerade eine echt seltsame Idee. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ich habe einen Auftrag für dich, kleiner Papagei. Geh auf die andere Seite dieser Tür und öffne sie von der anderen Seite. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Okay, kleiner Champion, öffne die Tür. Dummer Vogel. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Und trotzdem hat er etwas so Charmantes. Ah, okay. Wir können jetzt ihm noch mal Bescheid geben, ne? Kann ich nicht direkt gleich hier drüben? Ne, ich komme nur... Doch, hier, an den Docks. Dann muss ich nicht durch die ganze Ortschaft trallern. Schlussverkauf! So, mein Freund. Dr. Desinge? Für Sie immer noch Marquis de Sange, Rowling. Ich dachte, du solltest wissen, dass ich zurück in den Dschungel gehe, um nochmal zu versuchen, die Tür zu öffnen. Oh, wirklich? Ja, wirklich. Ciao. Kommen Sie raus aus Ihrem Versteck, Monsieur Sriput. Ist da jemand drinnen? Ich bin Skybrush Sriput, mächtiger Pirat. Was? Wie hat er... Ich kann nicht glauben, dass er darauf reingefallen ist. Das könnte nützlich sein. Wer ist der schlauste Pirat auf der ganzen Welt? Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Sag ich ja, mit so einer riesen Tröte. Heilige Kanonenröhrchen. Threepwood. Gut gemacht, Monsieur Threepwood. Sie haben mich gezwungen, den Ort des versteckten Tempels zu enthüllen. Aber ein Einfallspinsel wie Sie wird ohne meine Hilfe nie herausfinden, welcher dieser... Windgötter beschworen werden muss, um dieses antike Windsteuerungsgerät zu beherrschen. Und ich sage nichts! Das ist ein Windsteuerungsgerät? Danke. Das wussten Sie nicht? Ich sehe schon, es wird Zeit, dass der Marquis die Angelegenheiten selbst anpackt. Okay, Venusmuscheln. Was ist das hier eigentlich? Sonderbar. Hier ist auch so eine... kann ich das hier benutzen? Oh, das ist ja ein... Es ist abgeschlossen. Abgeschlossen, okay.
drüben. Die Winde wehen immer noch. Ich muss wohl einen antiken Windgott beschwören. Ob mit dieser Götterstatue wohl Windgötter beschworen werden können? Jetzt sind überall die Dinger gekommen, ne? Oh. Okay, warte mal. Zurück. So. Haben wir hier irgendeinen Hinweis? Laut Descent steuert dieses alte Ding den Wind auf Flotsam Island. Irgendwie. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis? Da sind auch Dinger drauf. Da sind auch Sachen drauf. Aha. Ah, wie soll man das so schnell sehen? Man kann sich das leider nicht angucken. Warte mal. Oh Gott, das ist kompliziert. Ach, hier. Okay, warte mal. Ich verstehe. Seltsam. Und jetzt den Hebel drücken, richtig? Das müssen die Götter des Windes sein, die einem den Hut vom Kopf fegen. Sripwood. Ups. Lassen Sie das rumfingern und überlassen Sie mir endlich Ihre Hand. Zwing mich doch. Ich lebe ja noch. Kann ich ihn einsperren? Guck mal hier, warte mal. Da die Tür jetzt offen ist, möchte ich sie echt nicht mehr schließen. Ja, aber dann hätten wir ihn einsperren können. Mann, Guybrush. Denk doch mal ein bisschen mit. Okay, warte mal. Wir müssen zu den anderen Stellen. Ne? So, wo waren die anderen Stellen? Seltsame Götterstatue, Götterstatue und Dschungeleingang. Genau, da sind die nämlich alle. Das ist die Türöffnung. Okay, gehen wir hier hin. So, und hier kommt der Käse. Wollen wir wetten? Warte mal. Weil da Augen drauf sind. Hat er gesagt, das sind furchterregende Augen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber diese Götterstatue ist noch kitschiger als sonst. So, dann setzen wir das hier oben drauf. Aha. Okay. Ein lachendes Gesicht. Interessant. So, ne? Santa Maria Conchita Alonso. Ich wusste, ich hätte heute meine Kaki-Hose tragen sollen. Was? Kaki-Hose? Das muss der Wind sein, bei dem man sich das Tragen kurzer Hosen nochmal überlegen sollte. Freiwut!
Sie mischen sich in Sachen ein, die Sie nie verstehen werden. Und was ist daran neu? Was für ein Miesepeter.